Hallöchen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen Folge Jump League. Heute in Solo mal wieder alleine um 23 Uhr unter der Woche. So ist das geil. Ah ja, warum Jump League? Weil ich einfach Jump League sehr mag. Es ist echt so. Ich weiß momentan nicht, was mit mir los ist, aber ich ernähre mich ganz schön einseitig. Also zumindest was so die PvP-Dinger angeht. Es macht mir einfach mit Abstand am meisten Spaß. Ich kann nichts dafür, sorry. Und deshalb werdet ihr sehr wahrscheinlich heute wieder, also zweimal die Woche wieder Jump League sehen. Das Wichtigste ist halt einfach auch für mich bei meinen Parts so, dass Leute mir anmerken, dass ich bei den Sachen, die ich mache, Spaß habe. Weil mir halt gerade sowas wie Ender Games, Bad Wars oder sowas momentan nicht so viel Spaß bereitet wie ein anderes Spielmodi. Da ist es halt einfach so. Ist zwar vielleicht ein bisschen eintöniger, aber ja, lieber habe ich es eintöniger, als dass ich was hochlade, was ich gerade nicht so viel Spaß dabei habe. Also so ist mein Gedanke. Und ich denke mal, damit könnt ihr hoffentlich auch ganz gut leben. Tut mir leid, dass ich immer so viel rumschreie, aber es geht einfach nicht anders. Oh, oh mein Gott. Eigentlich ist nach dem Sprung nichts mehr Interessantes. Jawohl. Also ich finde das Modul in für Easy gar nicht mal so leicht, ehrlich gesagt. Also das muss man wirklich mal auch so ganz ehrlich, ich als ehrlicher Typ, muss ich das dann euch mal so sagen. Weil das finde ich schon ein kleines bisschen, das könnte schon fast ein Medium-Modul sein, ehrlich gesagt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie das zu schwer finde, aber Medium-Modul wäre auf jeden Fall schon gerechtfertigt, so. Und ihr seht, dass ich wieder mal Erster bin. So wie das einfach immer ist. Ihr habt im letzten... Okay. Ihr habt im letzten Part geschrieben, dass ich, also der letzte Part, der war ja schon vom Jumpen her gut. Aber dann im PvP schon wieder sehr schlecht. Einer hat geschrieben, was ich echt lustig fand. Ja, Cranky, es wäre vom Vorteil, wenn man nicht gleich wie so ein Mähdrescher drauf geht. Und er hat einfach recht. Das muss er halt wirklich einfach mal so sagen. Und ich gehe halt wirklich wie so ein Mähdrescher drauf. Ich gehe diesmal ein kleines bisschen vorsichtiger ans Werk. Und versuche den einfach so lange rumlaufen zu lassen, bis ich einfach die bessere Hitposition habe. Das... Oh, was ein ekelhafter Jump. Das will ich euch jetzt mal ganz ehrlich so mitteilen. Danke, dass ihr zugehört habt. Hä, einer ist schon bei 2 Se- Junge. Warte. Wieso ist der schon bei 260? Hä, ist der denn? Yo, bei 2, alles klar. Mhm. Hacker am Werk. Flyhack. Cheater. Hä? Oh Mann. Wenn ich den sage, dass er liefen soll, lief der eh nicht. Die einzigsten Leaves, die sind im Winter. Okay. Ach shit, da nahm er sich vielleicht. Zack, zack. Oh! Alter, hätte ich das jetzt nicht geschafft, das wäre echt bitter gewesen. Und ihr habt zu dir noch geschrieben. Ja, ihr hattet recht. Ich habe eine Kiste übersehen. Ist halt bitter, dass es die 10. Kiste war, also die letzte, weil da sicherlich etwas drin war, was sehr gebräuchlich gewesen wäre. Und ja, ich sollte ja vielleicht ein bisschen drauf schauen, dass ich sowas nicht mehr so oft mache. Und ja, ich finde im Übrigen das Modul, also Modul 6, finde ich mitunter eins der, alles klar, danach kommt Modul 7 und das habe ich noch nie geschafft. Ich habe wirklich, es gibt 3 Module oder sowas, habe ich euch ja schon mal angemerkt, die ich noch nie geschafft habe und dieses Modul gehört da hinten dazu. Ich glaube, das wird ein sehr einseitiger Part. Nämlich mit sehr viel von diesem Modul und sehr viel von den anderen Modulen. Scheiße, jetzt habe ich nicht mal das geschafft. Boah, geiler Jump. Weil das Modul ist auch sehr schwer. Also ich finde, wir haben jetzt mitunter die schwersten Medium-Module gerade. Okay, dieser Jump ist noch irgendwie hässlich. Boah, geil. Oh, geil. Nice. Okay, aber Modul 7, ehrlich, noch nie geschafft. Also es gibt wirklich, der Jump,
der geht noch eigentlich, aber da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen doof angestellt. Aber danach, die Jumps, die sind einfach so ein bisschen unmenschlich. Also ihr werdet sehen, rechts, dass da sehr wahrscheinlich keiner weiterkommt. Also ich habe bis jetzt noch nie, wirklich jetzt ohne Scheiß, noch nie einen gesehen, der das Modul geschafft hat. Ich weiß nicht, ob ich immer in so Nap-Lobbys war, aber ich habe noch nie einen gesehen, der das geschafft hat. Glaubt ihr mir das? Okay. Alle in dieser Jump. Okay, wir sind schon mal bei der Kiste. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben recht bescheidenes Echo. Okay. Jetzt kommen die ekelhaftesten Jumps. Den schon mal. Den schon mal. Okay. Okay, und jetzt... Jetzt wird's ekelhaft. Könnte ich bei der... Ich könnte vielleicht von der Leiter... Oh mein Gott! Oh! Ne! Das ist jetzt nicht passiert. Ich hab... Junge. Oh shit. Ich hab das so... Ich hab das ja noch nie so gemacht, weil ich bin normalerweise so ein Rechtsspringer. Und... Oh! Oh! Oh ja! Also bin ich ja wie gesagt so ein Rechtsspringer. Und das gerade war schon... Recht skillig. Nee, weil ich immer dachte, ich springe rechts rum. Bitte Brust. Oh, immer. Ha, ja. Also springe ich immer rechts rum. Und das war jetzt gerade schon. Lauf halt nicht. Wie wär's? Das gerade war schon sehr, sehr, sehr immer. Okay, wir haben recht gute Chance, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt mitunter die schwersten Medium-Module einfach mal ganz locker easy geschafft. Ins Ziel schaffen wir nicht, das liegt einfach an den Medium-Modulen, also, weil die schon eigentlich knackig waren. Ihr könnt ja mal selber, wenn ihr Jump League spielt, sagen, ob ihr diese Module so in dieser Reihenfolge geschafft hättet oder ob ihr die easy findet. Weil ich finde, wie schon öfters erwähnt, das unnormal schwer. Das Modul ist eigentlich recht einfach, also was heißt recht einfach? Es gibt bloß einen schweren Jump, aber den schaffe ich gerade nicht, weil ich gerade ein bisschen gehypt bin von dem vorherigen. Krasser Shit, Alter. Jetzt haben wir sogar recht gutes EQ. Same. Wenn wir vielleicht das jetzt halt schaffen, das wäre es natürlich, aber der Sprung hier, den mag ich echt überhaupt nicht. Jawohl! Und jetzt kommt noch ein ekelhafter. Na, okay. Lassen wir das Ganze jetzt mal so stehen und liegen. Und werden jetzt uns ein bisschen hier aufs PvP vorbereiten. Na gut, Federn könnten wir... Dafür brauchen wir auch noch ein Workbench. Ah, shit, das habe ich wieder eingesammelt. War natürlich ganz klar. Okay, Modul 8. Bin ich zufrieden? Zumindest bei dem Medium-Modul. Ja, so schwer ist das dann wirklich nicht. Also, sorry, ihr merkt es, wenn ich mich wiederhole, dann ist es... Dann ist es wirklich ganz schön krass. Was ich da gerade fabriziert habe. Und ich versuche es echt nicht wie so ein Mähdrescher drauf zu gehen. Gerade auch wenn so ein ganzer Pulk ist. Da werde ich jetzt ein bisschen versuchen, nicht sofort drauf zu gehen, sondern mir die wirklich ein bisschen einzeln zu handeln. Equip habe ich an. Wir haben auch schon... Ja, da sieht man es. Da ist nämlich schon ein richtiger Pulk. Also da sollte ich dann wirklich einmal abwarten. Damit ich nicht in eine Zweier reinkomme. Also ihr wisst, in der Fachsprache ein Zweier. Ist dann halt einfach so, dass mich nicht zwei Leute verfolgen. Alles klar. Okay, den haben wir. Jetzt den anderen verfolgen oder ist hinter mir einer? Nee. Der dürfte eigentlich auch nicht mehr so viel haben. Oh shit, 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 shit. Jawoll! Jawoll, Freunde. Jawoll, sage ich dazu nur. Das war ein schöner Kill. Der hat richtig gesessen. Da hinten bekämpfen sie noch zwei. Oh ne, da kommt ein dritter dazu. Aber ist alles noch gar kein Thema. Der rennt gerade weg. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Okay. Einmal. Ah, schade. Okay. Was willst du, kleiner Fucker, denn jetzt hier gerade? Alter. Da scheißt er mir da hinten ran, oder wie? Digga, wenn du mir schon so... Wenn du schon da hinten daherkommst. So low. No. Okay. Ja, was heißt so? Okay. Hier will ich ja gerne noch zweimal hinten. Alles klar. Ja, das sieht sehr gut aus bis jetzt.
Schuhe, glaube ich, habe ich noch keine guten. Okay, das war schon... Oh! Oh, das... Er ist gerade neben mir spawnt. Ist natürlich jetzt... Alter. Junge. Also ich... Kannst du mal vielleicht mich ein bisschen raggen lassen, so? Alter, da oben ist einer. Nee! Bitte nicht auf mich! Ey, ich bin der YouTuber hier in der Runde. Hallo! Können wir mal aufhören? Ja, okay, jetzt sterbe ich. Obwohl, wenn die sich bekämpfen... Oh. Ja. Oh mein Gott! Ich war gerade in F5-Modus und dachte mir so... Hä? Was passiert denn hier alles? Das ist mir Schuhe vielmehr, Tatsache. Ich war gerade in F5-Modus und dachte mir, was passiert denn hier alles? Dass hier einer vor mir ist? Och man, Alter. Hauptsache, du hast mir einen Hit mitgegeben, oder? Hm? Kleiner Stinkebär. Stink dich woanders aus, wenn du irgendwie... Der hat noch ein Leben. Alles klar. Was zum... Okay. Nehme ich jetzt mal drei Sachen raus. GG. Er schreibt einfach jedes Mal GG. Was ist los? Okay. Ich habe noch zwei Leben. Okay, jetzt heißt es wirklich One versus One. Ich habe noch drei Pfeile. Die werde ich mir jetzt da mal hinpacken, um es zu sehen. Um zu sehen, was da so passiert. Ja, wenn wir den zweimal gut hitten mit einem Pfeil. Same. Ah! Wenn wir den zweimal hitten. Du bist gut. Danke. Wenn wir den zweimal mit einem Pfeil ganz gut hitten. Ich glaube, das war gerade Ironie. Ich check das nicht immer ganz. Ironie schreiben ist so etwas für mich, was ich nicht ganz verstehe. Okay, haben wir ihn einmal. Oh. Final Kampf will ich jetzt ungern verlieren. Und da haben wir das gut gemacht. Na gut, Freunde. Dann war es das von dieser Runde. Das war sogar meine erste Runde heute. Ja, nice. Erste Runde, gleich gewonnen. So muss das, würde ich sagen. Was alles ein bisschen vorsichtiger angeht, dann läuft das. Ja, cool. Cool, also ich bin echt zufrieden. In diesem Sinne, lasst bitteschön eine Bewertung da. Das war richtig, richtig, richtig toll. Also macht's gut und ciao. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah, 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 yeah. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.